Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch meine ersten Eindrücke zu einem kleinen, aber feinen Taschenmesser schildern. Und zwar bin ich da recht zufällig dran gekommen. Es handelt sich um das Fellhölter Freaky Folder Modell in Titan. Und wenn ihr wissen wollt, was ich von diesem Messer halte, dann bleibt doch einfach dran. Willkommen zurück. Ja, es war purer Zufall, dass ich an dieses Messer herangekommen bin. Mir ist dieses kleine Messer schon vor einiger Zeit aufgefallen und es war immer ein bisschen schwierig, hier in Deutschland an Modelle heranzukommen und ich hatte keine Lust, mir das Messer aus den USA zu importieren. Und irgendwann hatte ich wohl mal kommentiert, dass ich an dem Messer Interesse hätte. Und schwuppdiwupp tauchte es dann auch im Messermarkt auf. Und ich wurde auf diese Anzeige aufmerksam gemacht und habe dann nicht lange gezögert, sofort eine PN an den Verkäufer geschrieben. Und wenige Tage später war es dann auch schon da. Etwas spartanisch verpackt. Es kommt einfach hier in diesem Plastikbeutel. Nichts Besonderes. Dafür gefällt das Messer dann umso mehr. Und ihr könnt schon an der Größe hier erkennen, dass es natürlich wieder hundertprozentig in mein Beuteschema passt. Es ist ein wirklich kleines Messerchen. Hier schon mal vorab der obligatorische Vergleich mit einem Victorinox Pioneer. Daran könnt ihr schon erkennen, dass das Messer wirklich klein ist. Es handelt sich um einen Friction Folder, wie der Name Freaky vielleicht schon erahnen lässt. Der Aufbau ist relativ einfach. Wir haben hier zwei Titanplatinen, die mit zwei Abstandshaltern verbunden sind. Dazu dann noch ein Klingenanschlagspin und das war es dann auch schon. Über diese Angel lässt sich die Klinge ausklappen. Und was wir hier dann auch erkennen, das ist ein zweiten Nutzen, den dieses Messer mitbringt. Denn wir haben hier auch noch einen Kapselheber integriert. Ästhetisch finde ich ja Friction Folder jetzt nicht besonders ansprechend, eben durch diese Angel. Aber hier hat die Angel eben einen vernünftigen Zweitnutzen. Und ich habe es auch schon probiert. Das Öffnen von Bierflaschen klappt hervorragend mit diesem Öffner. So, klappen wir die Klinge mal auf. Es geht recht einfach. Der Klingenlauf ist auch super. Nicht zu leicht und nicht zu fest. Ihr seht das hier, die Klinge fällt nicht frei, sondern reibt so ein bisschen. Daher ja auch der Name Friction Folder. Und im geöffneten Zustand hält die Klinge also auch durchaus fest. Selbst wenn ich das Messer jetzt ein bisschen schütteln würde, da passiert nichts. Wenn ich dann noch den Daumen hier oben auflege, dann hält die Klinge wirklich fest. Also da kann eigentlich nicht viel passieren, zumal man ja von unten dann auch noch Druck ausübt, sodass es eigentlich bei vernünftiger Anwendung dieses Messers nicht dazu kommen sollte, dass die Klinge einklappt. Die Klinge selbst besteht aus dem Klingenstahl CPM 154. Das wird hier aber auf der Klinge nicht großartig herausgestellt. Das Einzige, was wir hier auf der Klinge haben, ist das Brian Fellhölter Logo und der Hinweis, dass die Produktion in den USA erfolgt ist. Ansonsten eine schöne, reinrassige Schafsfußklinge. Die technischen Daten zu diesem kleinen Knubbel blende ich euch jetzt mal unten ein. Und ihr seht schon, mit etwas mehr als 10 cm Gesamtlänge handelt es sich wirklich um ein sehr, sehr kleines Messer. Was ich designtechnisch auch schön finde, ist die symmetrische Form des Griffes. Erinnert mich so ein bisschen an eine Mumie. Sehr schön gemacht und es unterstützt eben auch den Griff. Zeigefinger hier in der unteren Mulde und der Daumen drückt eben von oben hier auf die obere Mulde und damit ist die
Klinge festgehalten. Wie gesagt, der Klingenlauf ganz hervorragend, so wie er sein muss, nicht zu leicht und nicht zu fest. Die Verarbeitung ist auch exzellent. Die Platinen sind mit einem Stonewash versehen, der auch kleinere Kratzer schön versteckt. Die habe ich jetzt in den wenigen Tagen, in denen ich das Messer in der Tasche habe, tatsächlich auch schon hereinbekommen. Aber man erkennt sie auf den ersten Blick eben nicht. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein von meinem Ersteindruck zu dem kleinen Brian Verhoelter Freaky Folder. Schreibt mir doch mal, was ihr von Friction Foldern haltet. Habt ihr sie auch in der Benutzung oder sind sie euch zu gefährlich, weil die Klinge eben nicht verriegelt und noch leichter wieder zu schließen ist, wie zum Beispiel bei einem normalen Slipjoint-Taschenmesser. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!